Auch am österreichischen Hof macht sich alles bereit für den Jahreswechsel. Wir schalten in die Residenz seiner Majestät. Wer kommt jetzt, Seifenstein? Majestät, ich habe einen ganz besonderen Gast eingeladen, der Eure Majestät ins neue Jahr hinüber begleiten wird. Die österreichische Schauspielerin Katharina Stemberger. Schneckengruß. Ein schönes blaues Kleid ist das. Dankeschön. Freut sie sich auf 2020? Hat sie irgendwelche Projekte in Aussicht 2020? Ja, neue Sachen, damit man nicht fad wird. Werde ich zusammen mit meinem Mann ein neues Filmfestival aus der Taufe heben im Juni. Schau. Ja, das heißt in Wiener Neustadt. Das heißt Netzhaut, Tonfilmfestival. Und wir wollen es ein bisschen anders anlegen und haben viel Ton dabei und haben die Strottern gewonnen, dass sie uns ein Musikprogramm kuratieren. Ja. Und es wird ein internationales Filmfestival und das ist sehr aufregend. Ja, wunderbar. Ja, Gratulation. Toi, toi, toi dafür. Ja. Was können Sie uns ein bisschen was erzählen über die Stembergerin? Nun, Majestät, Frau Stemberger ist seit Jahrzehnten eine gefragte Theater- und Filmschauspielerin. Sie spielte schon Nestroy, Raimund, Shakespeare, George Bernard Shaw. Sie wirkte in etlichen Fernsehproduktionen mit, zum Beispiel Der Weihnachtshund, Die Rosenheim-Cop, Soko Kitzbühel, Schnell ermittelt, vor allem aber Der Winzerkönig. Wow. Also, wir haben gehört, sie hat sich sehr, sehr spät erst einen Fernseher gekauft. Erst zu dem Zeitpunkt, wo sie selber im Fernsehen war, damit sie sich selber anschauen kann. Stimmt das so? Na, ganz so stimmt's nicht, weil wir sind zu Hause ohne Fernseher aufgewachsen. Es war ganz wichtig, wir sollen lesen und wir sollen nicht ins Kastel schauen. Und dann bin ich ausgezogen, habe meine erste Theaterarbeit gehabt und habe für, glaube ich, 3 oder 4 Monate Arbeit die unglaubliche Summe von 15.000 Schilling gekriegt. Das war viel. Mhm. Und was macht der Mensch? Er sitzt in der leeren Wohnung, gerade auszogen, hat nichts, ein Bett habe ich gehabt und dann habe ich mir um 11.000 Schilling den größten Fernseher gekauft, den es gibt und saß dort glücklich und hatte das Gefühl von Freiheit. Aber da kam dann schon noch Möblage dazu. Ja. Sie hat in Salzburg hat sie auch gespielt, stimmt das auch? Im Jedermann? Mhm. 3 Jahre. Selbstverständlich, haben wir da Material? Material nicht, aber eine seltsame Geschichte wurde uns zugetragen, Majestät. Und zwar bei einer Vorstellung von Jedermann tauchte Heinz-Christian Strache mit seiner Entourage auf, woraufhin die Musiker spontan einige Takte der International anspielten. Das Ganze, Frau Stemberger hat die Sache bloß beobachtet und gepostet und dann ist ein Riesentheater draus geworden. Shitstorm und Skandal und so weiter. Ganz, ganz gut. Was ist die Internationale, Seifenstein? Nun, Majestät, wenn Majestät den kurzen Ausschnitt hören wollen, Hoftonstelle, bitte. Stopp! Das ist ein Irrtum! Ein Irrtum, Majestät, die Internationale geht natürlich so. Hoftonstelle. Das ist die Kaiserhymne, ne? Die Internationale. Eine gewisse Ähnlichkeit besteht, Majestät. Na, dann wissen wir schon, was das ist. Und das haben Sie gespielt? Das haben Sie gespielt und wenn ich nicht drüber geschrieben hätte, hätte es keiner gemerkt. Aha. Mhm. Und dann war große Aufregung. Dann war große Aufregung. Ja. Ich vermute, Majestät, der Skandal wäre nicht so groß gewesen, wenn Sie für H.C. Strache etwas anderes gespielt hätten. Ja, was hätten Sie spielen sollen? Hoftonstelle? Zack, zack, zack.
Wunderschön, dass sie mit uns gemeinsam Silvester feiern wird. Und wird sie auch mit uns hinüberrutschen, Seifenstein? Wenn Majestät es wünschen, sehr, sehr gerne. Ja, selbstverständlich. Also wenn sie Zeit und Lust hat, mit uns ins neue Jahr hinüber zu flutschen. Das wäre mir eine Ehre. Na, heißt dann. Seifenstein, ne, dann könnten wir ja drüber rutschen demnächst, oder nicht? Sehr gerne, Majestät. Vormärz, Biedermeier, Augenweide. Wie machen wir das heuer, Seifenstein? Nun, Majestät, ich habe mir gedacht, wir könnten durch den Kalender hindurchsteigen, von einem Jahr zum anderen. Wir haben hier den 31. Dezember 2019 und auf der anderen Seite den 1. Januar 2020. Majestät, durchsteigen sozusagen den Jahreswechsel. Aber das schaut furchtbar gefährlich aus, Seifenstein. Ist das überhaupt nicht, Majestät? Das ist Papier, es kann überhaupt nichts passieren. Aha, weil da überhaupt nichts passieren kann, dann gehen Sie als Erster, bitteschön. Ich, Majestät? Na, selbstverständlich. Da glaubst du, wir brechen uns da den Hals? Wenn Majestät drauf bestehen. Also wir sehen uns nächstes Jahr, Seifenstein. Sehr gerne, Majestät. Und Seifenstein, wie ist drin? Eigentlich sehr nett, Majestät. Und wie ich schon sagte, vollkommen problemlos. Ja, aber jetzt haben Sie den Kalender kaputt gemacht, Seifenstein. Jetzt müssen wir dem alten Jahr bleiben. Mitnichten, Majestät. Ich habe noch ein Exemplar. Wache! Aha. Aha, jetzt haben Sie noch einen Kalender. Natürlich, Majestät. Und nachdem wir es jetzt getestet haben, können Majestät ganz gefahrlos hindurchschreiten. Ja, das sagen Sie einfach so gefahrlos. Aber wir haben keine Ahnung, welche Gefahren 2020 auf uns landen. Wissen Sie was? Stenbergerin, geben Sie uns das Glasl. Oh je. Gehen Sie auch Sie da durch, ne? Sie sind eh so mutig, ne? Geht schon, husch. Aber Seifenstein, jetzt hat's die Stenbergerin kaputt gemacht. Majestät, in wenigen Sekunden beginnt das neue Jahr. Also noch ein Exemplar. Vormärz, Biedermeier. Kommen Sie her zu mir, Seifenstein. Ach, Majestät. Halten Sie unsere Hand. Ein letztes Mal im alten Jahr. Majestät, das ist doch für Majestät ein Klacks. Ja, aber was, wenn was passiert, Seifenstein? Majestät, ich habe jetzt keine Zeit mehr zu diskutieren, denn in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Frohes Neujahr! Wir haben noch gerade angestoßen miteinander. Gibt's, Majestät. Sehr mutig, Majestät. Sehr wach. Das war sehr gefährlich. Das war sehr gefährlich. Das war sehr gefährlich. Der Grundstau überall.